10.000 Zuschauer gestern beim Oberligaspiel Neunkirchen gegen Saarbrücken. Das übertraf so ziemlich alle Erwartungen und machte so richtig Lust auf die gerade begonnene Oberligasaison. Nach den 90 Minuten im Ellenfeld rundum zufriedene Gesichter bei den Schwarz-Weißen. Jubel auch bei den Blau-Schwarzen nach dem Derby ohne Sieger. Wahrscheinlich auch deshalb, weil keiner verloren hat. 2:2 nach starkem Fußball. Ja, ich denke, wir haben ein tolles Spiel gesehen, tolle Atmosphäre, richtig volles Haus. War alles drin, was man Fußballherz liebt. Torraum 10, hohes Tempo bis zum Schluss. Unterm Strich, ein Derby ist immer eine heikle Geschichte, aber es hat Spaß gemacht. Und Neunkirchen hat gekämpft bis zum Ende. Und ich denke, gut, vielleicht ist es deshalb auch letztendlich gerecht. Vor 10.000 Zuschauern macht der Fußball halt Freude. Zahlenmäßig in Überzahl die Fans des 1. FC Saarbrücken. Eine halbe Stunde hatten sich die beiden Teams mit guter Grundordnung neutralisiert. Dann die erste ganz gute Möglichkeit für den 1. FCS. Doppelpass, Mike Franz mit Manuel Rasp und Heiderovic scheiterte am Ex-Saarbrücker Enver Marina. Günther Ehrhardt reklamierte, dass seine Spieler zu weit weg waren vom Gegner. So auch in der 39. Minute. Charles Hafner, der FCS-Kapitän, völlig blank. Eine super Flanke, Michael Müller zu weit weg und Heiderovic die Führung für die Gäste. Die Erfahrung des 31-jährigen Charles Hafner und der Torriecher des 20-jährigen Bosniers Nasef Heiderovic. Eher einer der Besten in Blau-Schwarz. Ach, super. Das war für mich einmalig eigentlich. Ich habe noch nie vor solcher Kulisse gespielt. Und für die junge Truppe ist das einmalig. Und die haben das super weggesteckt hier und super aufs Spiel gemacht, denke ich mir. Doch nach der Pause kam der Gastgeber Borussia wie verwandelt. Seid Schweib, der Neuzugang aus Auersmacher. Und Pascal Fuhrmann, der neue Torwart des 1. FCS, mit einer klasse Reaktion. Michael Krüger, der Trainer, merkte, dass seine Mannschaft jetzt unter Druck kam. 53. Minute, Freistoß, Christian Mehle. Holger Klein mit dem Ausgleich. Das 1:1, eine Co-Produktion von zwei neuen Spielern bei Neunkirchen. Das Tor verdient, der Aufwand wurde belohnt. Dann weiß man, warum man Fußball spielt, warum man die ganzen Schrapazen der Vorbereitung mitmacht. Wenn man dann so ein Erlebnis mitbekommt wie heute, super Sache. Ja. Doch das Projekt Jugend forscht beim 1. FC Saarbrücken schlug zurück. Mike Franz, der 19-Jährige, auch eher sehr stark. Julien Humbert, 23. Tim Schwarz, 19. Claude Mpasi, 21. Und Ruven Wiesner, 19 Jahre, mit der erneuten Führung, dem 2:1. Jugendliche Freude. 10 Minuten vor dem Ende. Borussia mit Fornari. Und der Brasilianer Alan dos Santos. 3 Minuten im Spiel nach Abwehrfehler von Mpasi mit dem 2:2. Das war's. Gut, Borussia hätte das Spiel durch Said Schuaib in der Schlusssekunde auch noch gewinnen können. Aber das 2:2 war irgendwie schon in Ordnung. In einem richtig guten Derby.